Cancel Culture ist keine Kultur, sondern ein Indiz fehlender Dissenskultur. Cancel Culture ist eine Art Mobbing. Jemand oder etwas wird als unpassend befunden. Die Konsequenzen reichen vom Rufmord bis zum Mord. Meine Arbeit musste auch immer wieder draußen bleiben. Zu politisch, zu sexuell, das verletzt die Gefühle bestimmter Gesellschaftsgruppen. Sogar die deutsche Botschafterin in Baku sah 2015 die Werte der einheimischen muslimischen Bevölkerung gefährdet und schmähte meine dortige Ausstellung. Das war Cancel Culture. Vielleicht zu Recht. Der Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris ereignete sich zeitgleich.